Pariat Mundus und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme von Feed the Beast. Mit mir, Richariot, und auch mal wieder dabei, Herrn Okami. Schnauze! Naja, ich gehe ja schon. Nicht du, das Gewitter. Der Hauptgrund, warum wir hier unten angefangen haben heute, ist, ja, man hört es schon, das Gewitter und oben ist es einfach zu laut. Ja, von meiner Seite auch. Hallo an deine und an meine Zuschauer. Eine neue Aufnahme, eine neue Runde und jo. Eine kurze Hustenattacke. Ah, und eine kurze Hustenattacke. So. Passt eigentlich zu der Dudelmusik, die gerade bei mir läuft. Auch nicht schlecht. Wie ich jetzt beim letzten Mal schon angedroht habe, mache ich ja so ein paar kleinere Aktionen zwischendurch. Ich hatte ja gesagt, dass ich hier hauptsächlich meinen Treppenabstieg deswegen gemacht habe, weil ich irgendwann mal auf eine Höhle treffen wollte. Und Erfolg! Denn wenn wir hier unten um die Ecke gehen, sehen wir schon, wir haben eine Schlucht gefunden, mit der wir uns wunderbar bespaßen können, ressourcentechnisch, und vielleicht noch einige weitere Höhlenabgänge finden werden. Oh, und was ich toll finde, eine Treppe ins Nichts. Ja, Verzeihung, ich habe vergessen, das Schild aufzuhängen. Dead End. Ach, ich dachte, Lemminge bitte hier lang. Nein. Obwohl, das ist ja nur ein Gerücht, das damals durch Walt Disney entstanden ist. Die haben die Tiere ja mehr oder weniger da runtergeschmissen für die Filmaufnahmen. Die sollen wohl gar nicht so selbstmordsüchtig sein. Entschuldigung, kann ich nicht so sagen. Meine Kenntnisse im Tierreich sind da eher begrenzter Natur. Kann bei mir auch einfach Halbwissen gefährliches sein, aber naja. Ja. Zumindest wäre es Walt Disney zuzutrauen für gute Filmaufnahmen. Möglich. So, dann wollen wir mal weiter. Genau, da wollen wir mal raus, damit wieder der Blitz einschlagen kann. Nee, diesmal gehst du als erstes vor die Tür. Hatten wir das nicht gestern in der kleinen Testrunde hier nicht auch gemacht? Mir ist nichts passiert. Nebenbei, du könntest vielleicht erklären, dass wir jetzt auf einem anderen Server rumhümpeln. Stimmt natürlich. Vielleicht ist es einem oder anderen aufgefallen, weil ja wahrscheinlich noch nicht so ganz. Wir haben ja noch nichts abgebaut. Wir haben ja noch keine Blöcke abgebaut, aber wir rennen relativ leckfrei durch die Gegend, denn wir haben den Server, beziehungsweise ich habe den Server umziehen lassen und läuft jetzt wunderschön stabil. Noch zu ein paar anderen Sachen, wie man hier sieht, ich habe zwischendurch auch schon mal hier so ein Light. Komm nicht raus. Okay, dann bleibe ich drinne. Zombie, Akro-Zombie, Skelett und die haben es beide auf mich, alle drei auf mich abgesehen. Ich renne mal ein Stück. Tschüss. Boah, viel Spaß. Wir sehen uns hinten in der Grasebene. Ja, wir sehen uns in der Savanne. Aber zurück zum Eingang. Ich habe hier mal den Eingang etwas schicker gestaltet. Das sind, wie beim letzten Mal angesprochen, die Basaltstone-Bricks. Jetzt wird es auch dunkel hier, verdammt. Die, wie ich finde, eine sehr schöne Textur hinzufügen im Vergleich zu den doch eher grauen, normalen Stone-Bricks und dem eher, ja, lila behafteten Obsidian. Sehen die von der dunklen Textur her sehr schön aus. Und auch eine neue Kiste, in der alles, was ich so beim Graben meiner kleinen Treppe gefunden habe, gut graviert ist unspektakulär, die Eisentür habe ich selbst gemacht, da war ich allerdings ein wenig vorschnell. Da fehlt uns noch ein bisschen was, für wir die vernünftig benutzen können. Okay, also sei froh, dass du nicht rausgekommen bist, um dich mal kurz zu unterbrechen. Mir hängt mehr Monster am Arsch als in mancher Monsterfalle. Ich komm mal wieder rein, hab den mit großer Runde den Weg geschafft. So, hi, du kannst weitermachen, ich guck auch natürlich mal rein. Natürlich warten. Ein bisschen, was auch sehr wichtig wird, für die späteren Maschinen und alles, was wir noch bauen wollen. Aluminium, das Monazit-Ohr, Quarzkristall von Zycraft, Light Zycrorium. Zycrorium gibt es in allen möglichen verschiedenen Farben. Bisher haben wir noch zwei, werden wir aber mit Sicherheit noch einen ganzen Haufen. Ein Zeuge möchte was von dir. Komm her, du Mistkerl. Elendes Vieh. Hast du dir gedacht? Und jetzt ist Ruhe da draußen. Ich bin hier am Erklären. Weiter im Text. Waterschad. Abbaubares Erz, könnte man sagen, von Thormcraft. Das Uran, was ich beim letzten Mal schon erwähnt habe. Und hier haben wir diesen wunderschönen Saphir von Red Power 2. Sehr praktisch, wenn man daraus sowohl Schwerter als auch alle anderen herkömmlichen Werkzeuge und auch einige Werkzeuge aus Red Power damit bauen kann. Die, wenn ich mich richtig entsinne, dieselbe Effektivität und Abbaufähigkeiten wie Diamanten haben, nur nicht so lange haltbar sind. Darum, da meine Eisenspitzhacke schon am Auslaufen ist, nehmen wir die auch gleich mal mit, die können wir gebrauchen. Noch ein Agro-Zombie.
Könntest du dich bitte mal darum kümmern? Dankeschön. Jo, mein Schwert ist kaputt gegangen. Hurra! Super Timing. Ruhe hier. Oh, und direkt das Zombie-Brain bekommen. Ja, davon ich mach mir mal ein Eisenschwert. Und Scheren für unterwegs. Warte, hier. Nimm die. Aha. Kannst du ein Schwert rausmachen. Ist praktischer. Naja, und wir ja, halt ein paar Mobs zwischenzeitlich erledigt. Hier haben wir dann, die man auch von den Mobs erhält, Shards of Minion von Equivalent Exchange. Mit denen man dann, wenn man 8 Stück davon hat, ein lustiges kleines Item basteln kann, was nicht nur einen mobilen Crafting Table darstellt, sondern auch, wie Equivalent Exchange schon erahnen lässt, sehr viele nette Spielereien. Wie soll man das erklären? Verdammt nochmal, man kann aus Cobblestone Sand oder Erde machen. Ein Steinzerkleinerer. Nein, kein Steinzerkleinerer, ein äquivalenter Tausch. Auch gut. Handel ist auch immer gut. Oder so. Gut, ein paar Henequin Leaves von unseren Pflanzen, Slime Balls ohne Ende, weil ja, wir sind ja direkt im Sumpf. Und naja, ich habe auch noch ein bisschen was farmtechnisch erledigt, aber da kommen wir zu, falls wir es lebend in die Savanne schaffen. Wir sollten auf jeden Fall auf den Tag warten. Also wie gesagt, mir sind da draußen zwei Akro-Zombies, die inzwischen ja auch schon hier waren. Ein normaler Zombie, zwei oder Skelette, wenn ich mich richtig erinnere, oder eins. Das eine oder andere Creeperlein, daher bin ich wieder zurückgekommen. Und das war nur von hier bis rüber, wo wir das Zuckerrohr haben. Das bei mir dann schon mal sehen konnten, dass es sich etwas vermehrt hat. Ja, weil ich war auch, was unsere Nahrungssituation angeht, mal ein wenig tätig, denn ja, es war ja beim letzten Mal dann doch ein wenig eng. Nett formuliert. Okay, da scheine ich einen Disconnect zu haben, was den Sound angeht. Kann mich auch irren. Ich glaube, es hört auf zu regnen. Herr Okami? Okay, damit hat es sich gerade erledigt. Socket Exception Connection Reset. Oh. Ich wollte nämlich gerade schreiben, wir haben wohl ein Disconnect bei Skype, weil du kurz stumm warst und jetzt kommt noch das Java-Äquivalent dazu. Oh. Okay. Ich bin gleich wieder da. Okay, dann warte ich einfach mal in der Aufnahme so weit, bis der Herr Okami wieder da ist. Wir können ja sowieso gerade nicht viel machen, weil... Also ich bin zumindest wieder drinne. Also irgendwie ist es noch ein bisschen unschön, ne? Mal gucken, wird wahrscheinlich jetzt wieder einen Moment dauern, bis er alles richtig geladen hat. Nein, dafür hat er jetzt was anderes gemacht. Jetzt hat er mir wieder den Sound runtergeregelt. Ich hasse Skype! Ja, das Gefühl habe ich auch gerade. Da muss ich mich einmal kurz entschuldigen. Ja, bin gleich wieder da. Machst du jetzt kurz Aufnahmepause? Dafür? Ja, muss ich leider kurz Aufnahmepause machen. Okay, dann würde ich sagen, haben wir hässliche Streifen. Richtig, 3, 2, 1. Jo, und da sind wir wieder nach der kleinen Behebung technischer Probleme. Mal schauen, wie lange es hält. Herr Uck hat heute leider ein paar kleinere Probleme, glaube ich, mit seiner Internetverbindung. Ja, wie auch immer, es kackt heute irgendwie mehrfach ab. Ich frage mich auch, was das soll. Mal läuft es tadellos mit meiner Sparleitung DSL 2000, dann läuft es einfach wie 56K-Modem. Ja, kommt mir irgendwoher bekannt vor. Ja. Hatte ich zu der Zeit, als ich das auch noch hatte, auch. Gott sei Dank sind die Zeiten lange vorbei. So. Ja, aber sehr viel besser ist es ja bei dir noch nicht geworden. Ja, viel besser nicht, aber schon besser. Ja, wie, ja immerhin. Du hast ja beim letzten Mal hier von einer Schlafecke geredet. Mhm, mit Fensterchen. Wir beide sind ja ziemlich dicke, ne? Fast Brüder, aber ganz ehrlich, Doppelbett ist nicht. Das wäre so und so. Machen wir hier mal. Oh, da war die Eisenspitzhacke weg. Dann nehmen wir mal die Saphirspitzhacke, die wir eben gebastelt haben. Ach, guck an, schaut. So. Und. Oder so. Dann kann man auch gleich noch. Kopfer! So, pang, pang. Pang, pang. Sehr schön. Hätte. Ja. Machen wir mal ein Dreierfenster, bevor wir uns nicht lupen lassen.
Symmetrie! Und Kohle. Symmetrie bei 3? Ja gut, okay, es ist symmetrisch. Es ist nur... Du weißt doch, die Symmetrie in der Puppetrie. Stimmt. Ich mag ungerade Zahlen lieber als gerade. So. Das ist schlimm? Licht rein. Nö, ist nur ein bisschen schräg. So. Das ist relativ. Das ist doch relativ. Ach, was hätte dir fast eine Fackel an den Kopf gesteckt. Das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Was hältst du davon, wenn wir uns mal so ein bisschen was zurechtpacken und ein bisschen das Inventar leeren und dann mal gucken, was wir da unten so in der Schlucht verhackstücken können? Ja, da können wir gerne mal gucken. Jeder, der jetzt scharfe Augen hat, wird feststellen, dass ich es ein bisschen übertrieben habe mit den... Schön ist, ich nehme es gerade auch auf. Ich gucke hier auch rein. Ja, ich war ein wenig... Ah, beziehungsweise alternativ wäre ja auch Wolle mal langsam ganz gut. Und ich wollte mich ja mal auf eine kleine Expo machen, um Mähs zu finden. Rasenmäher. Wolle, genau. Warte, ich gehe mal kurz raus. Wünsch mir Glück. Ich muss da mal ein bisschen was holen. Auf in die weite Welt. Durch den Hain. Ich komm mit. Stimmt, dann kannst du hier gleich mal mein wunderschönes kleines Kornfeld aufnehmen. Eine Sache, die ich an SideCraft liebe. Wir bauen das mal ab. Toggle Dawnfall, so langsam wird's mir sympathisch. Das lässt du schön bleiben. Ja. So, man sieht, so ein bisschen was ist hier angebaut worden. Auch die Bäume stehen wieder. Oh, irgendwas ist durch unser Getreide getrampelt. War wahrscheinlich ein Slime, weil, ne? Spinne, lass dich umarmen. Creeper, du auch gleich. Wie wär's, wenn wir gleich nochmal hier so ein bisschen Ernte betreiben? Können wir gleich machen. Wo schon mal da sind. Beziehungsweise ich betreibe hier schon mal so ein bisschen Ernte. Ich auch, Schießpulver. Ja, wird auch nützlich. So, Momento, ich kann gleich das getrampelte Feld reparieren. Ich habe auch eine Hacke dabei. Okay, dann halt nicht. Anpflanzen. Pflanz. Ich weiß gar nicht, warum du hier so viel machst. Kleiner Garten, sieht doch ganz schön aus. Na, wenn du meinst. Ich weiß. Es wartet ja noch etwas. Hier hast du mal ein bisschen Korn. Okay. Wo ist der Ofen? Ich will Popcorn. Das Popcorn würdest du daraus machen. Aha. Daraus den Kernen. Interessant. Gibt's keinen Ofenmais oder so, dass man ihn so wie die Ofenkartoffeln noch schön warm machen kann? Weiß ich jetzt gerade nicht, müsste man testen. Alles klar. Also, aber das Wichtigste ist gerade Hennequin. Hennequin, hey. Reichen die 9 Blätter wohl? Muss ich direkt mal gucken. Denn davon haben wir noch nichts weiter. So, irgendwo war hier doch noch ein Spinnchen. Das ist anscheinend abgehauen. Frech. Humpa. So. Hennequin Leaves haben einen sehr praktischen Nutzen. Wenn wir sie in unser Crafting-Inventar packen, kriegen wir Twines, also Zweige. Und die können mir, glaube ich, wenn ich mich... Genau, 4 Twines geben, 1 String. Habe ich genügend String?